Am Sonntag, 14. Juni, fand der 5. ÖPNV-Tag in Main-Tauberkreis statt. Rund um den Bahnhof Tauberbischofsheim machten das Landratsamt, die Stadtverwaltung, die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, die Westfrankenbahn, die Verkehrsgesellschaft Main-Tauber, der Verkehrsverbund Rhein-Neckar und der Tourismusverband Liebliches Taubertal, Bundes- und Landtagsabgeordnete sowie viele Vereine, Busunternehmer und die Polizei gemeinsam auf ihre attraktiven Angebote aufmerksam. Höhepunkt der Veranstaltung war der Besuch von Verkehrsminister Winfried Herrmann, der die Zugtaufe des neuen VT642 und die Einweihung der neuen Bahnsteige vornahm. Gestatten Sie mir, dass ich ein paar Partner, die mit uns diesen Tag verantworten und mitveranstalten, besonders begrüße und willkommen heiße. Ich will natürlich zunächst das Stadtoberhaupt, unseren Herrn Bürgermeister Wolfgang Vogel, begrüßen, der uns anschließend mit einem Grußwort beehren wird. Ich will ganz herzlich begrüßen aus dem Deutschen Bundestag heute vertreten die beiden Damen, die Frau Horb und die Frau Warken. Herzlich willkommen. Ihnen allen, meine Damen und Herren, allen Gästen des heutigen 5. ÖPNV-Tags in Main-Tauber-Kreis noch einmal ein herzliches Grüß Gott von Ihrem Landrat. Ja, ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Tatsächlich ist es so, dass ich heute wirklich sehr gerne hierher gekommen bin. Der Herr Minister hat es schon gesagt, Infrastruktur ist natürlich für uns im ländlichen Raum wichtig und nicht nur der öffentliche Personennahverkehr. Dann machen wir die Musik aus. Ja, vielen Dank, Herr Kohler. Das ist eine echte Überraschung, wenn ich das mal sagen darf. Wir wollen in den nächsten Jahren die Züge, die mit den Mitteln des Landes fahren, im Nahverkehr, dass sie auch aushelfen, die Züge des Landes. Eins und.